Subway verspricht individuelle Sandwiches und trotzdem gleiches Fastfood auf der ganzen Welt. Ich gehe in eine Filiale, egal in welcher Stadt, und weiß, was mich erwartet, wie das Sandwich schmeckt. Tatsächlich verkaufen die Filialen ganz unterschiedliche Mengen zu ganz unterschiedlichen Preisen. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Auf den ersten Blick ein Widerspruch. Individuelles Fastfood, das möglichst gleich sein soll. Deshalb ist die Zutatenmenge streng standardisiert. Ob sich die Mitarbeiter daran halten, testet Lili Temmel. Die Sandwiches bei Subway werden immer frisch belegt. Ich schaue mir mal an, ob die Sandwiches trotzdem immer gleich aussehen. Dreimal geht das gleiche Sandwich in den Vergleich. Italian BMT. Die Abkürzung steht für Biggest, Meatiest, Tastiest. Ich habe mir ein Italian BMT gekauft und jetzt fahre ich noch zu zwei weiteren Läden und guck mal, ob die genau das gleiche drauf machen. Ein Italian BMT besteht aus Salami, Schinken und Peperoniwurst. Dazu hat Lili Temme Salat, Tomaten, Gurken und Oliven ausgesucht. Krass, wie unterschiedlich die aussehen. Da ist das Brot sehr dunkel und es sieht nach mehr Brot aus als das, was wir hier in der Mitte liegen haben. Und es ist ein bisschen ordentlicher belegt, weil das hier an den Seiten nicht so raussupscht wie hier in der Mitte. Das liegt im Bräunungsgrad in der Mitte. Viele äußerliche Unterschiede. Ist wenigstens der Belag immer gleich? Ich schaue jetzt mal und wiege ganz genau ab, wie viel von was hier drauf ist und vergleiche die mal miteinander. Lili Temme zählt zu Beginn die Oliven, Tomaten und Gurken. Laut Subway sollten es immer gleich viele sein. Auf dem ersten Sub befinden sich 16 Oliven, 5 Scheiben Tomaten und 6 Scheiben Gurken. Der Salat wiegt 63 Gramm. Fehlt nur noch die Wurst. Einmal haben wir hier Schinken, dann haben wir hier eine scharfe Salami und eine weitere Salami. 130 Gramm wiegt alles zusammen mit der fest verklebten Soße. Lili Temme macht sich an das zweite Sandwich. Das ist schon mal eine Olive weniger als auf dem anderen Sub, aber vielleicht finde ich ja noch eine. Weiter geht's mit der Wurst. Let's see. Wir haben hier 158 Gramm Fleisch, eben waren es nur 130 Gramm. Das heißt, auf diesem Sub hier sind fast 30 Gramm mehr Fleisch drauf. Da wurde wohl gespart. Um fast 20%. Und das dritte? Es sieht irgendwie anders aus als die anderen. Ich kann noch nicht genau sagen, warum. Aber zum Beispiel sehe ich auf den ersten Blick keine Oliven. Hier sind echt keine Oliven drauf. Gleichbleibende Qualität. Fehlanzeige. Das Zwischenfazit. Keine Oliven und 2 Tomaten weniger, dafür eine Gurkenscheibe mehr. Lili Temme wiegt als letztes wieder die Wurst. Jetzt bin ich mal richtig gespannt. Das sind nur 123 Gramm Fleisch, bei den anderen waren es 130 und 158. Was uns ja zu dem Fazit bringt, dass die Subs eben nicht alle gleich sind. Ein erstaunliches Ergebnis, denn eigentlich sind die Zutaten auf einem Subway-Sandwich streng geregelt. Um sie immer gleich zu belegen, werden die Mitarbeiter zu sogenannten Sandwich-Artists ausgebildet. Laut Anweisung sollen auf einem Foodlong immer genau 6 Scheiben Oliven liegen. Auch Salat oder Tomaten sind festgelegt. Wir wiederholen den Test in 3 weiteren Restaurants. Das Ergebnis? Wieder unterscheiden sich die Subs. Auf einem liegen 9 Oliven, auf einem anderen ganze 20. Auch die anderen Zutaten sind unterschiedlich. Weitere Überraschung? Die Preise der Sandwiches sind überall anders. Das günstigste BMT kostet 7,29 Euro. Das teuerste 9,79 Euro. Ein Aufpreis von fast 30%. Dabei sind die Filialen gerade einmal 2 Kilometer voneinander entfernt.
Wir wollen von Subway wissen, was hinter dem Durcheinander steckt. Auf Anfrage schreiben sie uns: Subway ist bestrebt, seinen Gästen frisch zubereitete und schmackhafte Optionen zu einem attraktiven Preis anzubieten. Da die Subway-Restaurants unabhängig sind und betrieben werden, sind die Franchise-Nehmer für die Preisgestaltung in jedem Restaurant selbst verantwortlich. Dabei erwarten Kunden bei Fast Food immer das gleiche Produkt zu bekommen. Wenn ich als Verbraucher in einer Systemgastronomie essen gehe, dann ist ja der Vorteil, ich gehe in eine Filiale, egal in welcher Stadt, und weiß, was mich erwartet, wie das Sandwich schmeckt. Die Idee von Subway geht auf die beiden Gründer Peter Buck und Fred DeLuca zurück. 1965 sucht der 17-jährige DeLuca nach einem Weg, sein Studium zu finanzieren. Er spricht Dr. Peter Buck an, einen Freund der Familie. Der leiht ihm $1000, um ein Sandwich-Geschäft zu eröffnen. In Bridgeport, Connecticut, starten die beiden daraufhin ihr erstes gemeinsames Restaurant. Pete's Super Submarines. DeLuca gibt später zu, dass er weder Ahnung von Sandwiches noch von der Lebensmittelindustrie hatte. Trotzdem sollte daraus die größte Fastfood-Kette der Welt werden. Entscheidender Unterschied zur Konkurrenz: statt fettiger Burger und Pommes gibt es frisch und individuell belegte Sandwiches. Subway suggeriert mit seinen Produkten, dass es die gesündere Alternative ist zum herkömmlichen Burger und Pommes. Es ist sozusagen Fresh Food Fast. Das frische Konzept kommt gut an. DeLuca wittert seine Chance. Allerdings mit neuem Namen. 1968 wird aus Pete's Super Submarines Subway. Das Versprechen von gesundem Fastfood ist die Grundlage für Subways Erfolg. In den 90ern kommt der große Aufstieg. Keine Lust mehr auf schweres Essen? Probiere Subway. Nur eins fehlte: ein Werbegesicht. Im Jahr 2000 kommt Subway, die perfekte Geschichte, wie von allein ins Haus geflattert. Jared Fogel, ein Student aus Indiana, behauptet, allein mit Subway-Sandwiches abgenommen zu haben. Mehr als 100 Kilogramm. Then I found Subway restaurants. Ich habe Subway entdeckt und habe gelernt, dass ich viel leckeres Essen genießen kann, ohne viel Fett. Wir sehen uns, Großer. Für Subway die ideale Werbefigur. Er gründet die Jared Foundation, die übergewichtigen Kindern beim Abnehmen helfen soll. Subway steht seitdem für gesundes Essen. Reporter Florian Reza ist in die USA gereist. Wie sehen die New Yorker Subway heute? Magst du Subway? Ja, ich war gestern erst da. Was magst du an Subway? Ich mag die Auswahl. Da findet jeder was für sich. Vor allem, wenn man Hunger hat. Ich hasse Subway. Warum? Ich hasse es. Das Essen ist furchtbar. Es ist nicht gesund. Sie sagen, es ist gesund, aber das ist es nicht. Also ist es keine $13 wert. Subway ist Mist. Sie müssten mich bezahlen, um bei Subway zu essen. Viele Subs sind deutlich kalorienreicher, als sie aussehen. Selbst ein Chicken Teriyaki mit magerem Hähnchenfleisch kommt schnell auf mehr als 770 Kilokalorien pro Stück. Im Fall von hochverarbeiteten Sandwiches ist bereits das Sandwich an sich ein großer Energieträger. Dieses Produkt alleine kann bereits hohe Mengen an gesättigtem Fett enthalten, an Zucker, auch an Salz. Davon sollte man so wenig wie möglich konsumieren. Subways Thunfischcreme besteht aus gleich viel Thunfisch wie Mayonnaise. Auch Wurst enthält sehr viel Fett. Zusammen mit den Soßen kommt ein Footlong Tuna oder Italian BMT auf mehr als 900 Kilokalorien. Deshalb sind die Sandwiches nicht so gesund, wie es in der Subway-Werbung aussieht. Verbraucherschützer warnen davor, bei Sandwiches zu leichtgläubig zuzugreifen. Subway nutzt mit dem Slogan Eat Fresh natürlich das schlechte Image des Fastfood aus. Wir wissen alle, davon sollen wir nicht so viel essen. Und hier will Subway natürlich eine Lösung bieten mit möglichst viel Gemüse. Das zeigt auch die frische Theke. Aber das ist wahrscheinlich schon das Einzige, was wirklich frisch ist. Zusätzlich prägen Skandale die vergangenen Jahre. 2020 entscheidet ein irisches Gericht, dass das Brot zu viel Zucker enthält. Seitdem gilt es dort als Süßware. 2021 findet ein Labor in der Thunfischcreme keine Thunfisch-DNA. Subway begründet das mit der Verarbeitung.
Folge ist ein Rechtsstreit, wie Subway sein Tuna-Sandwich bewerben darf. Fest steht, Subway sieht gesünder und frischer aus, als es wirklich ist.